Also ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das sehen kann, weil wir relativ schlechtes, trübes Wetter haben. Der Sommer macht gerade eine Pause und damit herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ja, also ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe euch ja gerade so ein bisschen mitgenommen beim morgendlichen Schminken und ich habe heute mal einen Look gemacht in Anlehnung an den aktuell viralen Latte-Make-up-Look. Ich persönlich habe noch nicht wirklich erkannt, was an diesem Look so viral gegangen ist, was da so besonders dran ist. Vielleicht könnt ihr mir den Unterschied zu dem ehemals oder bislang als langweilig erachteten Make-up-Look in Brauntönen erklären. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Ich habe allerdings noch nicht so viel zu dem Latte-Make-up-Look gesehen. Ich sehe immer mal wieder Videos dazu aufpoppen in meiner Vorschlagliste. Ein paar davon habe ich mal so überflogen. Aber letztendlich ist es doch eigentlich nur ein Look in Kaffeebrauntönen, also so milchig kaffeebraunen Tönen. Und das ist ja eigentlich, finde ich, nichts Neues. Ich trage ja mit Vorliebe diese langweiligen Brauntöne. Ich habe das jetzt auch relativ dezent gemacht. Ihr habt aber, glaube ich, die Produkte gar nicht gesehen, die ich benutzt habe. Die zeige ich euch nochmal kurz. Also die üblichen Verdächtigen für die Basis sind Concealer. Und zwar ist das von Rimmel der Always Fabulous Concealer. Dieser hier habe ich euch mal in einem Haul gezeigt. Einfach nur, um so dunkle Schatten aufzuhellen und die Rötung um die Nase zu mildern. Auf der Nase, die immer rot ist, und auf dem Kinn, das auch immer rötlich ist, habe ich einen anderen Concealer, nämlich den Puder Concealer von Beauty Lobe. Und meine Farbe ist Palomino. Das ist ein ziemlich gelblicher Concealer. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Ich glaube schon. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass das dann nicht zu gelb wird wieder. Alles abgepudert mit dem Puro Bio Indissoluble Silky Powder. Also ein transparenter, loser Puder. Make-up oder BB Cream oder sonstiges trage ich ja überhaupt nicht. Wirklich nur den Puder oben drauf. Und dann habe ich eben kein Blush benutzt, sondern Bronzer. Und das ist ein Oldie but Goodie. Und das ist wirklich sehr, sehr alt. Ich glaube, man sollte den eigentlich gar nicht mehr benutzen, wobei das im Gesicht ja eigentlich nicht so schlimm ist. Es ist der Hoola Bronzer von Benefit. Und zwar ist er, ich weiß nicht, wie viele Jahre alt. Er ist sehr, 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 sehr alt. Ich hatte den ja letzten Winter schon mal versucht aufzubrauchen, aber bin dann, weiß ich nicht, Bronzer ist nicht so wirklich meins gewesen immer. Deshalb bin ich auch immer noch nicht fertig damit, den aufzubrauchen. Ich hatte euch das schon in unzähligen Videos in der Vergangenheit mal gesagt, dass ich gerade versuche, den aufzubrauchen. Bei dem Versuch ist es dann auch geblieben. Aber den habe ich jetzt sachte aufgetragen. Und das ist einer der wenigen Bronzer wirklich, den ich benutzen kann, der auf meiner sehr hellen Haut nicht aussieht, als wäre ich in eine Matschpfütze gefallen. Er ist nicht zu orange, er ist nicht zu braun, sondern für meinen hellen Hautton gerade richtig. Ich muss natürlich bei der Dosierung aufpassen, aber das funktioniert schon ganz gut. Und ich habe ihn jetzt relativ sachte aufgetragen. Den habe ich auch für die Lidfalte genommen, anstelle eines Lidschattens. Lidschatten auch schon so oft gezeigt, die schöne goldene Golden Eyeshadow Palette von Luvia. Entschuldigung. Obwohl es jetzt schon seit 2 Tagen regnet, oder heute den 2. Tag schon regnet, habe ich Heuschnupfenprobleme. Also, das ist entgegen des Namens eine matte Eyeshadow Palette, heißt dann auch Forever Matte, aber ist halt von außen schön golden. Und da habe ich ja hier so diese hellen Latte Milchkaffee Farben genommen. Dann habe ich die Mascara genommen, die ich euch erst neulich mal gezeigt habe. Die Catrice Lift Up Mascara in Wasserfest mit
Easy Removal. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich Easy Removal. Ich weiß nicht, wie es funktioniert bei ganz normalen, handelsüblichen Augen-Make-up-Entfernern. Ich benutze ja persönlich immer Kokosöl, um mein Augen-Make-up zu entfernen. Und das funktioniert wunderbar. Dann auf den Augenbrauen habe ich nur ganz simpel die Essence Make Me Brow Eyebrow Gel in Blondie Brows. Eins meiner Favorites, habe ich schon so oft nachgekauft. Und weil die hier bald leer ist, liegt die nächste schon in der Schublade. Bei Augenbrauenprodukten variiere ich immer mal so zwischen Puder, Gel, Pomade oder Stiften. Den Stift hatte ich jetzt schon lange nicht mehr für die Augenbrauen. Auf den Lippen, und das mag man vielleicht gar nicht wirklich sehen, es ist ein Braunton. Mehr so ein, ja schon so ein Latte-Ton. Der einzige, den ich quasi habe, weil ich mir für diesen Look nichts Neues kaufe, braune Lippen ist jetzt nicht so ganz meins. Bronzer oder brauner Lidschatten, ja, weil das bringt meine blauen Augen schön raus. Aber braune Lippen ist immer so ein bisschen heikel bei so heller Haut. Und ich bräune ja grundsätzlich von Natur aus nicht. Das ist aus einem Set, das ich mir auch vor einer ganzen Weile mal bestellt habe von... Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr lesen. Hilfe! Das war dieses... Dirdalia, genau. Das ist so klein und winzig geschrieben, dass man das kaum lesen kann. Also Dirdalia, dieses Set mit mehreren kleinen Lippenfarben. 2, 4, 6, um genau zu sein. Und die Farbe blende ich euch ein, weil ich keine Ahnung habe, wie ich die jetzt momentan gerade lesen soll. Also ein abgemilderter, zarter Latte-Make-up-Look. Wie gesagt, erklärt mir gerne, wo der Unterschied ist vom Latte-Make-up-Look zu einem ganz normalen Look in braunen Tönen. Mir ist es schleierhaft. Ah, das habe ich vergessen, den hatte ich am Anfang benutzt. Von Balea Sensitive, ein Lippenpflegestift. Den habe ich mir kürzlich... Da sieht man wieder nichts. Also Balea Sensitive. Den habe ich mir kürzlich gekauft, nachdem mein Elisabeth Arden Lippenpflegestift leer gegangen ist. Und den gab es im Doppelpack für ganz, ganz kleines Geld. Einen habe ich hier, einen habe ich auf meinem Nachttisch. Und die sind echt super pflegend. Also wenn ich den abends drauf tue, auftrage auf die Lippen, habe ich morgens immer noch das Gefühl, dass da was drauf ist. Also sehr, sehr schön und natürlich wesentlich günstiger als Elisabeth Arden, aber dann eben ohne Lichtschutzfaktor. Also für drinnen, für den Hausgebrauch sozusagen, sehr gut geeignet. Und das war's eigentlich schon. Offensichtlich habe ich mir gerade die Haare gewaschen. Und werde die jetzt gleich erstmal föhnen, weil bei dem miserablen Regenwetter fängt schon wieder an. Es wird zwar heller gerade, aber ich sehe schon wieder Regentropfen fallen. Es ist übrigens Dienstag und das ist für mich, um einen Vlog zu starten, sehr, sehr, sehr spät. Normalerweise bin ich viel, viel früher dran, einen Vlog zu starten, aber gestern am Montag hat sich das nicht ergeben. Erstens mal war wirklich miserables Sommerwetter. Also der Sommer macht echt eine Verschnaufpause, was die Natur wiederum freut, weil die den Regen sehr gut brauchen kann und mein Gärtnerherz erfreut das auch. Gestern war ich eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag unterwegs. Da hat sich nicht ergeben, irgendwas zu filmen. Aber ich habe euch am Wochenende mitgenommen, nämlich am Sonntag. Da waren wir auf einem Keltenfest. Das findet hier in der Gegend so alle 2 Jahre statt. Jetzt nach Covid natürlich läuft es erstmal wieder langsam an. Und es ist nicht jedermanns Sache und wir sind jetzt auch irgendwie keine Kelten-Fans oder so. Aber wir hatten jemanden dabei, dem wir das zeigen wollten. Und zwar jemanden aus einem völlig anderen Kulturkreis als unseren, der erst letzte Woche in Deutschland angekommen ist. Und wir gesagt haben, komm, wir zeigen dir mal ein bisschen Geschichte, weil der Ort, wo das stattgefunden hat, hat auch keltische Ursprünge. Insofern findet auch dort ein Keltenfest dann statt. Und es war sehr
interessant für ihn auf jeden Fall und für uns auch, das mal wieder zu sehen. Wir waren vor etlichen Jahren das letzte Mal da. Und ja, da habe ich euch ein bisschen mitgenommen und euch ein paar Eindrücke mitgefilmt und fotografiert. Das werde ich euch jetzt hier im Anschluss einblenden, während ich mir die Haare föhne. Und ich glaube, das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen, ich föhne mir die Haare jetzt gerade, heute zumindest mal wieder trocken und glatt, weil bei dem Wetter brauche ich gar nicht erst anfangen, die Luft trocknen zu lassen oder irgendwie meine Naturwellen mit dem Diffuser zu föhnen, weil bei dem Wetter sehe ich sowieso spätestens in ein paar Stunden wieder aus wie ein explodiertes Sofakissen. Also ich föhne mir jetzt die Haare und ihr könnt ein bisschen gucken, was ich am Sonntag so gemacht habe. Normalerweise nur mit dem Glätteisen. Jetzt kommt noch ein bisschen Haaröl rein und das habe ich mir übrigens auch neulich wieder bei Amazon bestellt. Nicht im Prime Sale, aber bei Amazon, weil ich es da einfach bekommen habe. Und zwar von Natura Siberica das Sanddorn-Haaröl. Ölkomplex für strapaziertes Haar. Regeneration oder Regeneration. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit ja etliche Haaröle ausprobiert und das ist wirklich bisher das Beste, was ich hatte, weshalb ich das ja auch schon in der Vergangenheit mehrfach nachgekauft habe und ich habe jetzt in der Zwischenzeit echt einiges probiert und zwar
Als letztes hatte ich von Haarliebe bei Domino Carti das Haaröl Spitzenretter für strapaziertes und trockenes Haar. 100% vegan, ohne Silikone, in einer recycelten Flasche. Es sieht vielleicht nicht so aus, weil es noch bis hierhin voll ist, aber ich habe es recht lange in Benutzung gehabt. Man braucht ja immer wirklich nur ein paar Tropfen. Finde ich wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Also für meine Haare, für meine Haarstruktur, meine Haardicke ist das einfach nicht geeignet. Es mag sein, dass das für jemand anders wunderbar funktioniert, möchte ich gar nicht bezweifeln. Für mich ist es nichts und das werde ich wahrscheinlich dann doch demnächst zum Beinrasieren oder sonst irgendwas nehmen. Für meine Haare war es nichts. Da war ich dann, nachdem ich das hier so schlecht fand, relativ verzweifelt, weil ich auch in der Drogerie nichts gefunden habe, was mich angesprochen hat. Also habe ich das hier genommen. Und zwar ist das von Cosnature die Aromapflege Mandelkokos, also Mandel und Kokos, was eigentlich ein Körperöl ist. Steht auch drauf, jede Haut. Habe ich mir das in die Haare geschmiert. Das hat tatsächlich besser funktioniert wie das, aber auch nicht besonders gut. Dann habe ich das hier über Amazon nachbestellt. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob ich auf irgendeinen Button gekommen bin oder ob das schiefgelaufen ist, wurde die Bestellung gecancelt. Dann habe ich gedacht, naja gut, dann eben nicht. Jetzt habe ich es aber nochmal versucht und dieses Mal ist es gekommen. Und ja, es hat Silikone, möchte ich gar nicht bezweifeln. Es hat sogar einige Silikone drin. Aber meine Haare trinken das förmlich. Ich habe jetzt gesehen, ich weiß nicht wie viele Tropfen, 5, 6, vielleicht auch mehr Tropfen, habe ich vor dem Föhnen in die Spitzen gemacht, als Schutz auch vor der Hitze. Ich habe aber auch ein Hitzespray reingetan, also ein Hitzeschutzspray reingetan, aber das ist weg. Also kommt nach dem Föhnen nochmal Haaröl rein. Ich mache das immer so, dass ich das in den Händen verreibe. Dann alle Haare zu einer Seite nehmen und dann einfach mit den Handflächen so darüber streich. Und da seht ihr sofort, wie die Struktur geglättet wird. Ich habe dieses Haaröl so vermisst, wirklich so vermisst. Und es riecht einfach angenehm. Dieses Sanddorn mag ich ja echt gerne. Hatte ich früher auch immer so Handcremes und so. Bis dann der ganze fancy beduftete Stuff, beduftete Kram dann kam. Also, Sanddorn ist ja auch ein wirklich gutes Pflegeöl. Ich mache das immer nur bis zu den, also hier gehe ich jetzt nicht mit den Handflächen rum, ich nehme nur mit den Fingern die Haare zurück und ab hier ungefähr nehme ich die Haare dann zusammen und streiche das wirklich rein. Kann auch mit den Fingern noch so durchgehen. Ich habe jetzt die Haare eigentlich nur geföhnt, damit sie trocken sind, glatt sind oder einigermaßen glatt sind. Also ich habe ja jetzt keine Frisur in dem Sinne geföhnt, was bei langen Haaren ja eh meistens nicht der Fall ist. Bei langen Haaren sind Frisuren ja meistens so die Hochsteckfrisuren oder wenn man die irgendwie zusammennimmt, sei es jetzt ein Zopf oder so halb zusammen, was auch immer. Aber ja, kann man auch drüber fachsimpeln, ob lange Haare eine Frisur sind oder einfach nur lange Haare. Dann hier oben. Kann man das sehen, meine ganzen Antennen, das liegt einfach an der Haarstruktur und daran, dass meine Haare aufgrund dieser Haarstruktur ja relativ trocken sind. Ich möchte da jetzt kein Öl reinschmieren. Ich habe noch einen ganz leichten Film auf den Handflächen. Den mache ich noch so ein bisschen drauf. Das sollte man natürlich nicht tun, wenn man schnell nachfettende Ansätze hat. Was ich in der Regel nicht habe. Das Einzige, wo es bei mir nachfettet, nach ein paar Tagen ist hier im Bereich der Schläfe, alles andere bleibt relativ lange trocken. Also ich müsste mir gar nicht unbedingt zweimal in der Woche die Haare waschen, aufgrund dessen, dass sie fettig werden. Aber lange Haare, zumindest meine, tendieren dazu, sämtliche Gerüche der Umgebung aufzunehmen. Und das ist dann irgendwann eben ein Duftmischmasch, das dann eben nicht mehr wirklich duftet. So, aber um das hier zu zähmen, hatte ich ja bis dato von Paul Mitchell das Shine and Freeze
Superstrong Haarspray und hatte euch mal nach euren Lieblingshaarsprays gefragt. Da kamen auch ein paar Rückmeldungen. Ich glaube aber nicht, dass das hier dabei war. Und zwar ist das von Taft Pure Haarlack, halt Stärke 4, ohne Silikone und ohne Parfum, also ein unbeduftetes Haarspray. Weil ich habe meistens das Problem, dass diese ganzen Haarsprays mir vom Duft überhaupt nicht zusagen. Da kriege ich Erstickungsanfälle. Und das hier ist eben ohne Parfum. Das hat mich angesprochen, habe ich jetzt aber erst 2-3 Mal verwendet. Und das sprüht dann einfach hier so quasi über den Kopf hinweg, dass die Haare gerade was abkriegen und streicht das dann glatt. Ich kriege nicht alle meine Antennen glatt. Ein paar bleiben einfach stehen für besseren Empfang. Aber das ist dann quasi so das, was ich mache, wenn ich meine Haare momentan eher glatt trage. Sieht jetzt noch ein bisschen wild aus, weil die noch sehr fluffig sind vom Föhn. Aber das wird sich im Laufe des Tages noch legen und ein bisschen platter werden, vor allem hier in dem Bereich. Und ja, also das wollte ich euch nur noch mal gezeigt und gesagt haben. Also falls ihr gerne ein Haaröl ausprobieren wollt und euch Silikone jetzt nicht stören, Natura Siberica Sanddornölkomplex kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, wie vielte Flasche das inzwischen ist. Und das hier ist eben unbeduftet. Halt's auch noch mal in die Kamera, damit ihr das sehen könnt. Unbeduftetes Haarspray, weil ich weiß, dass einige, so wie ich, da relativ, ich will jetzt nicht sagen empfindlich, aber dann zurückhaltend reagieren, wenn sowas beduftet ist. Ich bin sowieso nicht wirklich so der Haarspray-Typ, aber mit den ganzen kleinen Antennen brauche ich das dann schon. So, fertig. So, und schon bin ich wieder auf dem Sprung ins Training. Stehe hier schon komplett fertig, parat. Umgezogen, inklusive Schuhe. Ich bin heute eine ganze Stunde früher dran, was mehrere Gründe hat. Eigentlich nur einen Grund. Also es ist ja so, dass dieses Training von Ehrenamtlichen gemacht wird und in einer Schulsporthalle stattfindet. Und weil bei uns diese Woche die Sommerferien anfangen, hat natürlich während der Sommerferien besagte Turnhalle, Sporthalle geschlossen. Und die Ehrenamtlichen wollen ja auch mal irgendwann in Urlaub. Also haben wir jetzt eine Sommerpause. Also heute das letzte Training vor der Sommerpause. Und weil normalerweise 2 Kurse hintereinander stattfinden, einmal um 18 und einmal um 19 Uhr. Und ja, wir alle dann gleichzeitig in den Urlaub gehen können. Naja, wir gehen nicht in Urlaub, aber egal. Also damit alle gleichzeitig in die Sommerpause gehen können, ist die 19 Uhr, die 19 Uhr, der 19 Uhr Kurs um 1 Stunde vorverlegt worden, zusammen mit dem 18 Uhr Kurs. Ich bin normalerweise im 19 Uhr Kurs, also es geht ja immer so eine Stunde. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht heute schon um 18 Uhr los und es wird vermutlich relativ voll, weil 2 Kurse zusammengelegt worden sind. Aber dafür haben wir jetzt 7 Wochen frei. Ich hoffe, dass ich in der Zeit auch eigenständig ein paar Übungen machen werde. Ich habe es mir zumindest mal vorgenommen, weil ja, das muss ja eigentlich regelmäßig gemacht werden. Und ich habe es mir vorgenommen. Ich hoffe, es klappt. Wir werden sehen. Und ja. Dann geht es in 7 Wochen hoffentlich ziemlich munter weiter mit meinem Funktionstraining. Und jetzt werde ich mich erstmal ins Auto setzen. Es regnet zum Glück momentan nicht. Es hat jetzt die letzten 2 Tage echt fast nur durchgeregnet. Momentan scheint sogar ein bisschen die Sonne zwischen den Wolken durch. Aber es ist ziemlich kalt. Es ist, glaube ich, nicht mal 20 Grad. Hier auch noch der Wetterbericht für den heutigen Tag. Also ich werde mich jetzt mal ins Auto setzen, zum Training fahren. Und bin dann heute mal 1 Stunde früher wieder zu Hause, was auch ganz schön ist. Oh, hallo. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Kamera schon aufnimmt. Ich habe gerade noch mal die Lage gecheckt, weil ich mich mal eben hier an den Fahrbahnrand gestellt habe. Ihr könnt mich überhaupt nicht sehen, oder?
So besser? Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich habe mich gerade mal an den Rand gestellt. Auf dem Nachhauseweg vom Training. Ich sehe leicht zerrupft aus. Das habe ich auch mein Haargummi schon rausgemacht habe. Ah, jetzt wird's besser. Ups. So, also es war ein starkes Training. Richtig mit Power eine Stunde durchmarschiert durch sämtliche Übungen und es war voll. Hatte ich ja vorher schon gesagt, dass zwei Kurse zusammengelegt wurden heute, weil ja jetzt dann Sommerferien sind. Und im Schnitt sind wir in meinem 19-Uhr-Kurs so 10 Leute. Wir waren auch schon mal zu dritt. Meistens sind so 7 bis 10 Leute da. Heute waren wir, wenn ich richtig gezählt habe, 20. Und in einem Mordstempo. Also es war richtig gut, aber auch richtig anstrengend. Ich war froh, dass ich jetzt meinen kleinen hauchdünnen Windbreaker dabei hatte, damit ich nicht so verschwitzt hier draußen rumlaufen muss, weil es jetzt nämlich gerade mal 17 Grad sind. Ende Juli, 17 Grad. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen seitlich, weil als ich hier abgebogen bin, stand natürlich prompt einer hinter mir, der auch hier abbiegen wollte. Sonst steht hier nie ein Auto. Nie. Okay, also gut. Ja, ich bin jetzt auf dem Nachhauseweg. Bin mal gespannt, ob mein Mann schon zu Hause ist, weil ich ja jetzt eine Stunde früher nach Hause komme. Ich glaube, ich habe sogar vergessen, ihm das zu sagen, dass ich heute früher da bin. Wenn er noch nicht da ist, fange ich einfach schon mal an zu kochen. Heute gibt es, glaube ich, einen Salat, aber irgendwas wird auch gekocht. Ich meine, auf dem Rezept stand was von Pfanne. Ich habe auch diese Woche schon alles, was wir gekocht haben, aus unserer Kochbox für euch fotografiert und werde euch auch die Fotos noch zeigen. Aber jetzt geht es dann erstmal nach Hause. Ich habe nämlich auch einen Mordshunger, weil ich jetzt auch nichts mehr gegessen habe vorm Training. Normalerweise esse ich eine Stunde vorm Training noch was, aber heute war es ja früher. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war gut, es war toll, es war anstrengend, aber es hat gut getan. Und ich fahre jetzt nach Hause und genieße noch so ein bisschen den Sonnenschein auf den letzten 2-3 Kilometern. Bis dann! Heute gibt es zum Abendessen Spaghetti Puttanesca mit Kalamata-Oliven. Buon Appetito! Und damit auch Tschüss und bis zum nächsten Mal!